Der David verstellt sich total. Nee, der David ist echt so wie in seinem Video. Ihr sollt das nicht sagen. Ich will euch ganz kurz was hier auf meinem Handy zeigen. Ihr rutscht mal ran. Das hier ist vom 21.08.2011. Boah, das weiß ich natürlich noch, klar. Ja. Das sind die Momente, in denen man sich selbst als Giga-Redakteur sehr klein fühlt. Ich habe eine Koryphäe neben mir, Gronkh. Da warst du noch bei Giga? Da war ich noch bei Giga. Da habe ich vor allen Dingen gerade bei Giga angefangen. Und du warst aber schon von einem wahren Weintraubenknäuel von Menschen umgeben, die dir hinterhergelaufen sind. Ich glaube, das war eines der ersten Interviews, die es von dir gab. Das war auch der Tag, an dem ich öffentlich gesagt habe, ich würde Gregor Onk heißen. Ich erinnere mich sehr genau. Du hast das T-Shirt auch an. Ja. Genau, das T-Shirt. Und seitdem gibt es ja immer wieder, ich hatte das damals im YouTube-Channel als Name stehen und seitdem, das hat sich 5 Jahre lang oder so gehalten. Der Witz war ja tatsächlich, dass die Leute in meinem Kanal bei Giga dann geschrieben haben, weil ich sage am Ende ganz schnell, danke Erik, ich gehe jetzt. Mhm. Und die Leute haben geschrieben, ey du Spaß, der heißt nicht Erik, der heißt Gregor. Und dann gab es die Diskussion, ich glaube das Ding hat mittlerweile so 9000 Kommentare oder so. Und da haben die Leute sich dann gestritten darunter, er hat recht, nein er hat nicht recht. Und so, aber so ist das, wenn man... Ja, eigentlich sollte der Name auch gar nicht rauskommen damals. Ich wollte nicht, dass das Alter publik wird. Ich wollte immer so ein bisschen diese Unperson bleiben quasi. Diese nicht existente Person. Puh, mysteriös. Ist auch ein bisschen besser, oder? Muss man ganz offen sagen. Also gerade so die Erfahrungen, die man in den letzten Jahren gemacht hat. Ich bin ja nun auch mittlerweile auf YouTube angekommen und habe so eine gewisse Followerschaft. Aber es ist natürlich weit von dem entfernt, was ihr habt. Und da muss man schon echt, also ohne Künstlernamen geht es fast gar nicht, weil die Leute dann vor der Tür stehen. Also ich kenne Geschichten von Le Floyd, der umziehen musste oder die Außenseiter, weil die Leute die Adresse rausgefunden, selbst hier in der Menschen. Kenn ich gut. Ja, die Menschen ist die Adresse ja auch schon geleakt, ja. Samt Fotos und so weiter. Ich bin damals auch von Braunschweig aus, mit einem Grund war, dass die Leute tatsächlich angefangen haben, nicht nur zu klingeln, Sturm zu klingeln den ganzen Tag, Tag und Nacht, sondern auch Fotos zu machen, wie sie bei mir vor der Haustür stehen. Und das war gruselig. Das war gruselig, so im Internet zu sehen, deine eigene Haustür, wie Leute da stehen und die ganze Zeit schellen. Und du kannst ja nicht aufmachen. Dann, ja. Das Problem ist, die Leute kommen natürlich wieder. Du willst natürlich nett sein zu allen. Sollen sie dir keine Schelle geben? Nee, ach, ich hätte jetzt fast das Mikrofon rübergegeben, aber es hätte gar keinen Sinn gemacht. Nee. Das ist wie so ein Bumerang. Einfach hinwerfen und gleich wieder zurück. das war echt ein bisschen gruselig und man kann in der Situation auch nicht aufmachen, so gern man würde, weil irgendwann hast du halt immer einen ganzen Pulk vor der Tür stehen und du musst ja trotzdem, du willst ja leben noch irgendwie und du musst ja auch noch deinem Tagwerk nachgehen können, also auch Arbeit und sowas. In der Zeit kannst du halt nicht aufnehmen. So schön es ist und so schön es wäre, aber irgendwo muss man sich auch ein bisschen, irgendwo braucht man einen Rückzugsort. Oder bei den Außenseiten, wo die Wäsche geklaut wurde. Das echt? Ist auch, ja, da wurde Wäsche geklaut. Hart, ey. Das war schon sehr hart. Und die haben sie rausgefunden, die Adresse von den Außenseiten, habe ich eine Story gehört, anhand der Marke der Fenster. Was? Und da hat wohl jemand irgendwo gearbeitet, wo Fenster verkauft wurden und konnte dann irgendwie nachvollziehen, welche Marke das ist. Dann wurde eine Kataloge durchgegangen, wo welche verkauft wurden. Und ach, hör auf, ey. Das ist teilweise, weiß ich nicht, gar nicht. Okay. Als wir nach L.A. geflogen sind, da gab es einen jungen Mann, der war sehr übermotiviert. Der hat unsere ganzen Flugdaten von Air Berlin einfach mal überall auf Facebook gespammt, bei mir und beim Walle. Muss man leider wegblocken und eigentlich hätten wir bei Air Berlin Bescheid gesagt, aber haben wir nochmal ein Auge zugedrückt, weil das geht nicht. Das sind Daten einfach, du kannst nicht einmal irgendwelche Reisedaten rausgeben, Kollege, das geht nicht. Das ist schon krass teilweise. Was hatten sich am meisten verändert? Also jetzt durch dieses YouTube-Star-Dim, möchte ich sagen, gibt es so Dinge, die euch, man hört das ja von Rihanna, die wir ja persönlich kennen. Ja, sind ja unsere beste Freundin, exakt. Wir beide letzten Playoffs waren. Die können ja nicht mehr, also ich habe letztes Jahr, Iblali ist zum Beispiel über die Gamescom mit einer Skimaske gegangen, damit er nicht erkannt wird, damit er ein bisschen Ruhe hat. Gibt es sowas in eurem Leben, dass ihr Dinge, die so ganz anders geworden sind, als es noch früher war? Also, dass sich Leute kennen, ist natürlich auf jeden Fall ganz anders geworden. Selbst hier in Amerika, ne? Selbst hier in Amerika. Ich war Six Flags waren wir und dann tippt mich einer von hinten an und sagt, hey Sarah, kann ich ein Foto mit dir machen? Wir sind in irgendeinem Freizeitpark in den USA. Also das ist natürlich verrückt, obwohl hier ist es natürlich, hier sagt ja niemand was zu dir. Ja. Aber ich muss natürlich ganz klar sagen, so in Deutschland hat sich das schon krass verändert. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir nicht mehr auf einer Straße rumlaufen könnten, ohne direkt erkannt zu werden. Wirst halt öfter mal erkannt und folgt dir an einem Foto und dann finde ich das eigentlich auch noch ganz easy. Gamescom ist natürlich ein Ausnahmefall. Da ist es wirklich heftig. Also, wollt ihr dieses Jahr rausgehen? Habt ihr? Achso, du bist ja eh. Ich bin verkabelt. Gibt's Pläne, die irgendwie aus dem Pressebereich auch mal natürlich, auf den Gang zu setzen? Auf jeden Fall. Ich will da auf jeden Fall einmal rüberrennen. Das lasse ich mir nicht nehmen.
bisher habe ich das auch immer ohne Maske gemacht, der Gronkh auch. Ich muss ja sagen, ich beobachte das ja seit Jahren und jeder, den ich kenne, sagt auch, es gibt auf diesem Planeten und in diesem Business, glaube ich, nur zwei Menschen, die sich wirklich für jeden einzelnen gefühlt Zeit nehmen, während andere ja dann auch flüchten und rennen und selbst ich, der ja dann auf der Gamescom die Termine hat, dann auch manchmal so Umwege nimmt. Ihr schreibt wirklich bis auf den letzten, bis der Stift leer ist, schreibt ihr Autogramme. Also wir schreiben schon echt. Ja, ich finde das halt irgendwie schade, wenn du dann jemanden gehen lässt. Aber das Problem ist natürlich, kannst du nicht jeden glücklich machen. Weil irgendwann musst du halt auch weiter. Mhm. Irgendwann hast du einen Termin, da musst du halt auch weg. Aber wir probieren es eigentlich schon. Das Problem ist gerade bei Autogrammschlangen ist es ja so, die Leute, die Leute, die hinten sind, die am längsten warten quasi, ja, die warten ja am längsten, weißt du? Und das ist am gemeinsten, wenn man dann sagt, ja, okay, jetzt gehe ich. Und dann die 3 Stunden gewartet haben, die am längsten gewartet haben, die kriegen dann nichts mehr, kannst du nicht machen. Nach LPT XXL, wie lange hattet ihr da Autogramme gegeben? 5 Stunden haben wir noch gesessen. Wir haben quasi 5-mal länger gesessen, als die Show ging. Und das war aber ganz gut, weil die Gamescom hat eigentlich um 6 zugemacht. Die haben uns, um 8 hat die zugemacht, glaube ich, ne, ganz endgültig zu. Die haben uns dann aber noch bis 12 da sitzen lassen. Eigentlich wollten wir uns schon 10-mal rausschmeißen, aber die haben uns echt noch sitzen lassen bis zum bitteren Ende. Und ich glaube, waren wir zu Hause um 2? Ja, also 1-2 Uhr waren wir zu Hause. Wir haben 2000 Autogrammkarten gehabt, jeder von uns, die waren weg. Wir haben nachher auf Zettel und Papier unterschrieben. Aber ich fand das halt da auch richtig, weil das war schon sowieso, wir müssen ja auch noch viel Organisation lernen. Wir haben das natürlich auch nicht selber organisiert. Das wäre für uns, wie sollen wir so 2 Vollnasen da stemmen. So, aber ich kann ein Zelt aufbauen. Wir hatten da echt Spaß. Und es war ein cooles Event und sicherlich kann man vieles besser machen. Und wir haben aber auch, finde ich, dann irgendwie verpflichtend, dass du dann, wenn da 4000 Leute extra kommen, um uns dann auch mal zu sehen auf so einer Bühne oder so, dann finde ich es schon wichtig, dass wir dann auch irgendwie Autogramme geben. Machen wir auch genau wie in Berlin letztens bei diesen Games-Tagen und so, da haben wir das ja auch gemacht. Da sind wir jetzt auch nicht scheu, auch mal wenn er eigentlich einen Arm nehmen will, Foto will, machen wir das. Nur bei APDXL war es dann irgendwann so viel, dass die Security halt sagt, wir wollen irgendwann auch mal Feierabend machen, Jungs, ja, bitte jetzt keine Fotos mehr, nur noch Autogramme. So, und dann kann ich das natürlich auch nachvollziehen, ganz klar. Aber ich glaube, wir sind beide selber ganz stinknormale Jungs weiterhin und das müssen wir, glaube ich, auch immer bleiben. Das ist eine Sache, die mir auf jeden Fall aufgefallen ist. Also ich habe mit vielen Kontakt und euch kenne ich ja nun schon von Anfang an fast. Und muss sagen, da gibt es irgendwie, also ich habe keine Veränderung, ihr seid so im Privaten immer noch genauso nett und wie gesagt, auch bei den Fans erkennt man, da wird mit jedem sich unterhalten oder so. Ist nicht bei jedem so. Also jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Du kennst uns tatsächlich ja schon ein paar Jahre. Würdest du sagen, wir verstellen uns in den Videos oder sind wir einfach so, wie wir sind? Weil das wird auch oft gefragt, wir können das nicht beantworten. Jetzt bin ich gespannt auf die Antwort. Also ich glaube, du verstellst dich so gar nicht. Bei dir ist es halt so, dass deine Stimme wird dann schon mal, das ist ja von Spiel zu Spiel abhängig. Aber was du zum Beispiel machst und macht ihr ja beide auch eure Meinung immer wieder einfließen lassen. Also wenn ihr dann, habt ja manchmal so Folgen, wo es auch ein bisschen ernster wird, wo ihr auf aktuelle Themen eingeht oder so Fansachen nach einem LPT, redest du dann nochmal darüber und so und da merkt man dann schon, dass ihr beide tatsächlich, das ist dann euer Charakter. Ich kenne euch jetzt persönlich, weiß, so seid ihr. Als Außenstehender wird man das immer gefragt. Also ich kenne die Fragen selber, auch bei mir fragen sich die Leute, du bist ja gar nicht so. Kann ich bestätigen. Ja? Der David verstellt sich total. Nee, der David ist echt so wie in seinem Video. Ihr sollt es nicht sagen. Wir hatten vorher, habe ich euch einen 3-seitigen Brief geschrieben, was ihr nicht sagen. David ist privat eigentlich ein Supermann, hat nur die besten Ansichten. Ja. Ist sehr gepflegt. Auch untenrum? Auch untenrum, immer getrimmt. Sind die wieder schwarz? Ich weiß es heute. Nee, heute eigentlich. Oh, lass sie lieber. Eine Sache ist, die ist mir auch schon aufgefallen, die betrifft euch noch mal härter, glaube ich, als alle anderen, ist die Privatsphäre und wie man darin eindringt. Ein paar der heftigsten Fragen auch bei mir, als ich von Giga weg bin, war, warum bist du gegangen? Erklär uns doch mal, wieso sagst du nicht? Und das ist bei euch ja sogar noch schlimmer. Also die Frage nach dem, wie viel verdient ihr? Und ich weiß ja, dass es mich nichts angeht, genau. aber, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann kommen immer die Fragen. Das ist schon schwierig, oder? Also damit umzugehen, ich habe ein großes Problem damit, den Fans einerseits, ich möchte ihnen nah sein, aber auf der anderen Seite denke ich mir, Leute, euch geht es nichts an, was ich in meinem privaten Leben mache. Man will nah sein, man ist ja quasi befreundet auch mit den Leuten, man kennt ja viele inzwischen auch schon seit einigen Jahren, aber das Ding ist, dass man ja trotzdem noch ein eigenständiger Mensch ist mit eigenständigem Leben und ich gehe jetzt auch nicht zu irgendwelchen, oh warte mal, tschüss, bye, sorry. Thank you, Ricardo. Der Fotograf geht gerade. Man möchte natürlich trotzdem noch auch sein eigenes Leben leben dürfen, so wie jeder von euch das ja auch möchte, so wie du das auch möchtest, so wie jeder normale Mensch das möchte, ohne dass dann auch immer drin rumgestochert wird oder nachgefragt oder irgendwelche Gerüchte aufkommen, teilweise auch
das kommt auch vor, mal dreiste Lügen erzählt werden, wo Leute sich das ausdenken, ja, um irgendwie sich selber darzustellen oder sonst irgendwas. Und das ist manchmal schon so ein bisschen, wo man sich denkt, ja, ich mache das alles gerne, aber ich gehöre doch niemandem. Ich bin, ja, noch, ja, ich bin noch kein Eigentum. Ich bin doch trotzdem noch ein Mensch und möchte auch mit euch auf einer Ebene sein, aber möchte nicht breitgetreten werden, wie so ein Fußabtreter. Ja. Das ist so ein bisschen... Gerade so die Geldfrage ist eine, die finde ich genauso privat. Also mit wem bist du zusammen? Mit wem, wer ist deine Familie? Also solche Sachen sage ich nie. Würde ich niemals sagen, ja, weil sie gehören nicht in die Öffentlichkeit. Das würde ich auch sonst niemanden fragen. Also außer jetzt natürlich mein besten Kumpel zum Beispiel. Ja. Dich würde ich das auch fragen, weil wir sind ja auch befreundet. Ich verdiene 2,50 Euro. Ja. Und ich bin mit dir zusammen. Ja. Nee, ich habe den David noch nie gefragt. Was er... Nee, aber so mal was Privates kann man da mal fragen. Aber da ist man da wirklich unter, ja, im privaten Kreis auch. Also was ich einen wichtigen Faktor finde, ist halt, wo du das ansprichst mit Familie. Natürlich schneide ich das auch mal an. Weiß ich nicht, aber ich muss jetzt nicht unbedingt die Fotos mit meiner Mama auf meinem Sarazza-Profil posten. Jetzt mal ein bisschen näher zu. Oder jetzt irgendwie, ja, ich weiß nicht, es gibt halt so ein paar Sachen, da trennt man das dann schon irgendwo. Aber wir geben ja schon extrem viel Preis. Also, ja, ja. Es ist ja schon eigentlich was, wir haben jetzt keine riesen Geheimnisse oder irgendwie was. Aber schwer zu sagen, eine Balance zu finden. Vor allem hätten wir ja niemals damit gerechnet, dass es mal so kommt, wie es gekommen ist. Ja. So, und das musst du dann selber dich auch einstellen. Wir hatten ja auch keinen krassen PR-Berater, der uns gesagt hat, du musst jetzt das musst du zurückhalten, das darf man nicht sagen. Und das ist auch gut so, meiner Meinung nach, weil dann hätten wir uns vielleicht verstellt. Und ich glaube, YouTube, das gilt für alles, ist ein sehr authentisches Format, weil das Fernsehen oft nicht authentisch ist. Und ich glaube, darum geht es auch. Vielleicht sollte man nochmal dazu sagen, dass The Mansion... keiner von uns wird hier bezahlt dafür. Also wir kriegen keine Gage. Dementsprechend, es ist nicht das YouTube-Money, mit dem ihr hier um euch schmeißt, sondern das ist eine Chance. Der Aufenthalt wird bezahlt quasi. Ja, genau. Der Aufenthalt wird bezahlt. Genau. Das ist eine nette Sache, sage ich mal. Genau. Also eigentlich haben wir echt einen guten Deal daraus geschlagen, in dem wir einfach 2 Monate rumwohnen können. Genau. Oder halt einen Monat. Aber selbst wenn nicht, also man muss halt ganz offen sagen, ne, ihr habt ja eine Firma, ihr arbeitet dafür und macht diesen Let's Player-Job jetzt seit 4 Jahren, glaube ich, ne? Ja, insgesamt. Ich nicht ganz, aber länger dabei. Da kann man sich dann schon, also wenn man sich das dann leisten möchte und dann sagt, man möchte jetzt von hier aus arbeiten, dann ist es doch jeder, ihr macht genauso Urlaub, wie es halt auch YouTuber machen. Ja gut, aber ja, wobei das hier nicht mal ein Urlaub ist, das verstehen ja die meisten gar nicht. Ja. Also es ist, glaube ich, ist schwierig zu sagen. Menschen an sich ist natürlich eine WG, das ist natürlich das eine Projekt, aber trotzdem war halt das ursprüngliche Vorhaben, hier zu wohnen und hier zu arbeiten, einfach weil wir die Möglichkeit haben, dieses Risiko oder dieses Wagnis mal, dieses Abenteuer einzugehen und einfach mal 3 Monate im Ausland zu leben und zu arbeiten und vielleicht noch ein bisschen was dabei selber auch zu lernen über Menschen, über Kulturen, über Partyplätze und auch die Sprache mal wieder ein bisschen erlernen, Englisch lernen, weil wir momentan, kennt ihr ja aus den Let's Plays vielleicht, The Witcher, wir spielen The Witcher, weißt du? Nee, auf jeden Fall, dass man so ein bisschen wieder auch ein bisschen in die Sprache reinkommt, das alte Schulenglisch mal ein bisschen abbürstet. Ja. Meine Frage nochmal, bevor ich zu den Leserfragen komme. Jetzt habt ihr ja wirklich, LPT XXL war wirklich riesig, dann Last Man Standing 8 Stunden lang Livestream. Jetzt hier The Mansion. Ich persönlich frage mich jetzt gerade, jeder hat ja so seine Ziele, wo es als nächstes hingeht. Habt ihr da gerade welche? Also ist da jetzt was an? Boy Titty, habe ich gehört, bringt jetzt einen Kinofilm. Wie wäre es, wenn ihr die Mondoberfläche kauft als nächstes? Ich gebe dir gleich das Mikrofon. Bei mir ist es momentan so ein bisschen, gerade wo du es ansprichst mit LPT XXL, 8 Stunden Livestream und so weiter. Bei mir ist gerade so ein bisschen back to the roots, glaube ich. Ich möchte so ein bisschen mal wieder so ein bisschen mich selbst erden, sage ich mal. Das ist so mein Vorhaben aktuell. Deswegen bin ich auch gerade so still immer. So still und im Hintergrund. Komm, hier, nimm mal. Von wegen still im Hintergrund. Das ist ein Vogel einfach nur. Naja, das stimmt schon. Also klar, wir haben so ein paar Sachen auch angeboten bekommen und vieles ausgeschlagen, kann man glaube ich mal sagen. Oh, ja. Sehr vieles ausgeschlagen, was wir gedacht haben, das ist nicht für uns, da haben wir nicht so Lust drauf. Wir machen das meiste vor allem aus Spaß. Und genauso Menschen ist eher eine Experience, eine Erfahrung einfach, die wir uns nicht missen lassen wollten, weil wir auch selber gesagt haben, bei Superhomies wollen wir auch ein bisschen mehr machen, wobei das natürlich auch Zeit kostet und wir da auch keine Frequenz, keine Feste haben, das ist auch gut so, weil das ist einfach ein wirkliches Herzensspaßprojekt und dann sollen auch nur Videos kommen, wenn wir da auch Lust drauf haben. Und klar, wir sind mit unserem Unternehmen natürlich auch noch probieren wir in andere Bereiche reinzugehen. Da kann ich jetzt nicht so viel erzählen zu, aber es wird cool. Das kann ich sagen. So scheiße sehen wir dann doch nicht aus. Der Zwiebelgeruch. Ich weiß nicht warum, aber ich... Nee, weil wir sind echt ganz normale Typen, Leute. Da müsst ihr gar nicht aufgeregt sein. Wir können uns auch duzen. Ich finde es auch immer so lustig, wenn mich Leute siezen.